Was ist die höchste Temperatur, die im Universum erreicht werden kann? Der absolute Nullpunkt beträgt 0 Kelvin. Das wissen wir. Aber was ist das Gegenstück, die Höchsttemperatur? Vielleicht 100.000 Kelvin? Vielleicht 1 Million? Oder Billion? Nein, es sind 142 Nonillionen Kelvin. Nonillion ist eine Zahl, von der viele von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ich will das mal so ausdrücken. Es sieht folgendermaßen aus. Es wird angenommen, dass diese Temperatur, die sogenannte Planck-Temperatur, nur einmal im Universum erreicht wurde. Aber wann wurde diese Temperatur erreicht? Beim Urknall. Um diese Frage besser zu verstehen, müssen wir jedoch, wie bereits erwähnt, unsere Reise zum absoluten Nullpunkt fortsetzen. Zu jenem theoretischen Punkt, an dem die Bewegung auf atomarer Ebene gleich Null ist. Und in diesem Kampf erwartet uns der unerbitterliche Kampf der Wissenschaftler. Die niedrigste natürlich beobachtbare Temperatur auf der Erde war minus 94,7 Grad Celsius in der Antarktis im August 2010. Natürlich war dies keine natürliche Messung, es handelte sich um die Daten, die von NASA-Satelliten gewonnen wurden. Schätzungen zufolge kann ein Mensch bei dieser Temperatur ohne besondere Schutzausrüstung nur 3 Minuten lang überleben. Wissenschaftler, die auf der Suche nach dem absoluten Nullpunkt waren, organisierten sich zu diesem Zweck schon vor 100 Jahren Reisen zum Südpol. Aber natürlich kamen sie dem absoluten Nullpunkt nicht mal ansatzweise nah ran. Die ersten Schritte in Richtung absoluter Nullpunkt sollten durch die Verflüssigung von Gasen in einer Laborumgebung unternommen werden. Der erste Name, auf den wir an dieser Stelle stoßen, war James Dewar, der an der Royal Institution arbeitete. 1891 sagte er in einem öffentlichen Vortrag, in dem er den Pionier Michael Faraday würdigte: Selbst eine Annäherung der Temperatur um 5 Grad an den absoluten Nullpunkt würde unser Wissen über die Eigenschaften der Materie erheblich erweitern. James Dewar gehörte zu den Persönlichkeiten der Wissenschaftsgeschichte, die in ihren Kreisen nicht sehr bekannt waren, weil sie ein wenig zu ehrgeizig waren. Doch obwohl dieser Ehrgeiz etwas egoistisch war, war er auch der Auslöser für sehr viele wichtige Entdeckungen. Sein Ausgangspunkt war natürlich das Erbe von Michael Faraday, der 70 Jahre vor ihm im gleichen Labor zeigte, dass sich Gase wie Chlor und Ammoniak unter Druck verflüssigen und somit erstmals künstliche Kälte erzeugte. Und seine erste Frage war: Gilt diese Methode der Verflüssigung von Gasen unter Druck für alle Gase? Konnten alle Gase verflüssigt werden? Aber bei den sogenannten idealen Gasen oder Gasen, die nicht verflüssigt werden können, wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff, stieß er auf ein Hindernis. Egal was er tat, egal wie viel Druck er ausübte, diese Gase ließen sich nicht verflüssigen. Faraday, dessen Intelligenz damals schon seiner Zeit weit voraus war und der über eine außergewöhnliche Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber den Naturgesetzen verfügte, glaubte an die Kraft der Praxis und des Experiments und sagte damals, dass dies möglich sei. Mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln war er in der Lage, durch Verflüssigung verschiedener Gase eine Temperatur von bis zu minus 130 Grad Celsius zu erreichen. In der Tat lag das Geheimnis hier, in der Kälte. Im Jahre 1873 erhielt Dewar auch die Antwort auf das Hindernis, welches ihn aufhielt. Der theoretische Physiker Van der Waals sollte erklären, warum sich diese idealen Gase nicht verflüssigten. Er berechnete die Größe der Moleküle und die Kraft zwischen ihnen und stellte fest, dass diese Gase unter einer bestimmten kritischen Fälle abgekühlt werden mussten, um sich durch Druck zu verflüssigen. Anders gesagt, er zeigte, dass man ideale Gase abkühlen muss, um sich zu verflüssigen. Auf diese Weise konnten erst Sauerstoff und dann Stickstoff verflüssigt werden. Zum ersten Mal war die Menschheit in der Lage, fast minus 200 Grad Celsius zu erreichen. Aber die nächste Stufe, das nächste Gas, Wasserstoff, war nicht so einfach zu bändigen. Um Wasserstoff zu verflüssigen, musste man bis auf minus 250 Grad runtergehen. Und wer das schaffen würde, wäre der Held der damaligen Zeit. Dewar würde dies mit einer Metapher ausdrücken. Er würde diese Herausforderung den Wasserstoffberg nennen, ein großer Berg, den es zu überwinden galt. Um diesen Berg zu erklimmen und als Erster die Fahne oben aufzustellen, sollte für Dewar das größte Ziel seines Lebens werden. Aber wenn es eine Herausforderung gibt, wenn es ein wissenschaftliches Nirvana gibt, sind Wissenschaftler nie alleine. Es wird immer andere geben, die dieses Ziel zuerst erreichen wollen. Der schönste Wettlauf der Menschheit, das Rennen um die Wahrheit. Und Dewar trifft auf einen jungen Niederländer, Heike Onnes. Onnes hatte eigentlich großen Respekt vor Dewar, aber wie wir schon sagten, Dewar war ein bisschen, wie soll man sagen, nervig. Er empfand nicht wirklich dasselbe für Onnes.
Als Onnes dann auch noch beschloss, ein sehr großes Labor zu bauen, war Devan natürlich sehr verärgert. Onnes war nämlich erst 29 Jahre alt, als er das Physiklabor in Leiden, einer kleinen Stadt in den Niederlanden, übernahm. Und bei der Eröffnung des Labors machte er seine Ziele deutlich. Vor einer großen Menschenmenge erklärte er, dass er in Zukunft ein Pionier auf dem Gebiet der Verflüssigung von Gasen sein wird. Und die Niederlande würde er zu einem internationalen Begriff machen. Für die damalige Zeit war ein solch visionärer Ansatz wirklich außergewöhnlich. Ein junger Mann, Ende 20, der sagte, er wolle sein Land durch die Wissenschaft weiterbringen. So betrieb Onnes sein Labor wie eine Fabrik, stellte die erforderlichen Instrumente und Röhren selbst her und rekrutierte wissenschaftsbegeisterte junge Leute, die in der Nachbarschaft als junge Leute im blauen Kittel bekannt wurden. In dieser Hinsicht waren Devar und Onnes sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Während Devar seine Arbeit unter großer Geheimhaltung verrichtete, ließ Onnes die ganze Welt durch eine Monatszeitschrift an der Arbeit im Labor teilnehmen. Devar war mit all seiner Kraft nur mit Experimenten beschäftigt, während Onnes sich an die Arbeit machte, nachdem er jeden Schritt in der Theorie geplant hatte. Aber beide verfolgten einen ähnlichen Ansatz bei der Verflüssigung von Gasen. Bei der Verflüssigung von Wasserstoff würden sie auf die gleiche Weise fortgehen, Schritt für Schritt mit verschiedenen Gasen, von einem Gas zum anderen, von der höchsten Temperatur zur niedrigsten. Sie setzten das erste Gas unter Druck und leiteten es in ein Kühlrohr, das in ein Kältemittel getaucht war, wo es sich verflüssigte. Und wie wir wissen, wenn sich das Gas verflüssigt, kühlt es ab. Und diese Flüssigkeit dient dann als Kühlmittel für das nächste Gas. Und wenn sich das nächste Gas dank dieses Kühlmittels unter Druck verflüssigt hat, geht es weiter mit dem nächsten Gas. In der letzten Phase, als das Ziel Wasserstoff war, wollte man den Wasserstoff mit einem Druck komprimieren, der dem 180-fachen des Atmosphärendrucks entsprach und das Ziel dank des Kühlmittels des vorherigen Gases erreichen. Dadurch würde die Temperatur auf minus 252 Grad Celsius sinken, nur 21 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Doch dieser Druck war mit enormen Risiken verbunden. So kam es auch in Devars Labor zu zahlreichen Explosionen. Mehrere seiner Assistenten erblindeten durch umherfliegendes Glas. Aber das war Devar. In seinen Aufzeichnungen steht nur, was mit den Geräten passiert ist. In seinen Notizen steht nichts über die Assistenten, die erblindet sind. In Leiden hatte das Labor von Onnes die gleichen Probleme und er bekam wegen vieler Beschwerden Ärger mit der Polizei. Wegen der Explosionsgefahr wurde sein Labor, das er mit großen Hoffnungen eröffnet hatte, schließlich von der Polizei geschlossen und die Tür für 2 Jahre versiegelt. Und Devar sollte nun die Führung im Kampf um den Wasserstoffberg übernehmen. Im Jahr 1898 hatte Devar 20 Jahre lang versucht, Wasserstoff zu verflüssigen. Und endlich war es an der Zeit, dieses Ziel mit aller Kraft anzugehen. Mit flüssigem Sauerstoff senkte er die Temperatur des Wasserstoffgases auf minus 200 Grad Celsius, erhöhte den Druck der Behälter bis zum Ende und öffnete das letzte Ventil. Seine Augen waren auf dem Schlauch am Ende des letzten Behälters gerichtet, der fast explodiert war. Und plötzlich begann Flüssigkeit in dieses Rohr zu fließen. Devar hatte es nach 20 Jahren endlich geschafft, Wasserstoff zu verflüssigen. Der Sieg war sein. Er hätte der glücklichste Mann der Welt sein müssen. War er aber nicht. Und wisst ihr warum? Stellt euch das mal so vor. Ihr verbringt euer ganzes Leben damit, die Spitze eines Berges zu erklimmen. Der Punkt, den man den höchsten Gipfel nennt. Und du bist der Erste, der oben ankommt. Du bist auf dem Gipfel. Das nächste, was du weißt, ist aber, dass ein viel höherer Gipfel vor dir liegt. Und genauso hat sich Devar gefühlt. Denn es gab einen Berg, der viel höher war als der Berg des Wasserstoffs. Es war der Berg Helium. Helium, ein neu entdecktes Edelgas. Und um es zu verflüssigen, musste man viel tiefer gehen, bis auf 5 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Eine neue Herausforderung bahnte sich an. Devar war ein ehrgeiziger Kerl. Er machte sich sofort an die Arbeit. Aber wo lag das Problem? Es war sehr, sehr schwierig, genug von diesem neu entdeckten Gas, das man bis dahin nur in der Sonne vermutet hatte, zu bekommen. Um genug davon sammeln zu können, um Experimente durchzuführen. Er hatte tatsächlich Glück, denn die beiden Chemiker, die das Helium entdeckt hatten, Lord Rayleigh und William Ramsay, saßen im Labor direkt neben ihm. Und wie wir schon sagten, Devar war unpopulär. Devar hatte die Arbeit dieser Wissenschaftler bis dahin immer mit Verachtung betrachtet, also konnte er das Helium, das er brauchte, nicht von ihnen bekommen. Aber an diesem Punkt würde unser junger Wissenschaftler Onnes einspringen und dank seiner Verbindungen würde er genug Helium sammeln und sich sofort an die Arbeit machen. Die erste Front hatte er verloren. Aber er war entschlossen, den Krieg zu gewinnen.
In der Zwischenzeit wurde Devar von seinem Pech verfolgt. Sein Assistent öffnete versehentlich das Ventil der Röhre, die einen Teil des Heliums enthielten, das er sammeln konnte, und zerstörte augenblicklich die gesamte Ansammlung. Und 1908 war Honest dem Ende nahe. Er versammelte sein ganzes Team im Labor und nachdem sie das Szenario mehrmals erprobt hatten, entleerten sie die gesamte Luft aus den Geräten und begannen das Experiment. Am Ende des langen Prozesses, nachdem der Wasserstoff verflüssigt war, begann die Temperatur allmählich zu sinken und schließlich sah Honest, der mit einer Taschenlampe auf das Rohr am Boden schaute, mit seinen Augen die Flüssigkeit aus dem Helium kommen. Honest, er war auf dem Gipfel des Heliumbergs. Er war der erste Mensch, der dem absoluten Nullpunkt so nahe kam. Er erreichte minus 268 Grad Celsius. Für diese unglaubliche Leistung sollte er den Nobelpreis erhalten. Diese Geschichte voller Ehrgeiz, Misserfolg und Kampf zeigt uns den Kampfgeist von Wissenschaftlern. Außerdem zeigt und beweist sie, dass der Kampf nie zu Ende ist. Wenn man ein Ziel erreicht hat, gibt es immer ein neues Ziel, eine neue Herausforderung. Jede Antwort wirft eine neue Frage auf. Und dies ist eine der Geschichten. Das Rennen in der Wissenschaft ist nie ein Rennen zur Ziellinie. Der Vorgang schließt sich nicht, wenn man das Ende erreicht hat. Es warten weitere Herausforderungen, mit denen man nie gerechnet hat. Die Natur ist uns immer einen Schritt voraus. Sie birgt immer ein neues Geheimnis. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.